Ja, ich hab, Bro, ich hab Datenfiles technisch, wie gesagt, ich bin nicht mehr so in Fortnite krass drinnen, ne? Also, klar, ich zock zwar so, jetzt zum Beispiel heute zocke ich gerne Fortnite mit euch, aber ist jetzt nicht so, dass ich krasser in guck mal hier, wie die alle bei mir stehen, Leute. Guck mal, wie die alle hier bei mir stehen. Weil ich Naruto-Skin habe. Guck mal. Entweder sind das alles Stream-Sniper oder keine Ahnung. Oha! Okay. Also in der Mitte wird anscheinend eine Pyramide draus. Bro, das sieht schon wild aus. Boah, ich bin jetzt echt auf die Hängegleiter gespannt. Der neunendige Fuchs, oder wie heißt der nochmal, Leute? Das ist aber nice. Also, dass Naruto drin ist. Wisst ihr, was ich noch ein bisschen mehr feiern würde wie Naruto? Dragon Ball. Oh mein. Wow. Oh mein Gott, ist das ein kranker Hängegleiter. Wow. Okay, das ist eine... Alter, die Skins sind 10 von 10. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der Neunschwänzige. Ey, also Dragon Ball würde ich wirklich einen Tick mehr feiern. Boah, was ist das da oben? Was ist das da oben? Hä? Die Besen sind noch drin? Nee. Hä? Oh mein Gott. Die neuen Naruto-Waffen gibt es auch. Keine Ahnung, wie die funktionieren, aber die sehen heftig aus. Ey, also ich feier's wirklich. Also Naruto einfach in Fortnite drin. Ich kann. Wow, wir haben sie nochmal gefunden. Hä? Achso, die sind gar nicht so selten, oder was? Ja, Bro, ich habe die gerade zweimal gefunden. Also anscheinend scheinen die echt nicht so. Oh, da sind Gegner, Leute. Ich werd's mal kurz tryen, damit jemanden zu killen, okay? Wir testen das mal. What? Bro, ich will ab. Hey, Bro, beruhig dich. Hä? Die machen nur 35 Schaden. Was ist das denn? Das waren 35 Schaden, ja. Also macht mir jetzt irgendwie nicht so einen stabilen Eindruck, bin ich ehrlich. Waren das 35 oder 58? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Weil, ich sag mal so, damit zu treffen, war ja jetzt auch nicht so einfach gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Du musst ja hier richtig so anvisieren, so. Dann war da noch so eine fette Explosion. Ah, guck mal, da vorne sind die. Oh mein Gott, wenn ich den treffe. Bro, Digga, die spielen Real Talk so, als würde hier... Bro. Ja, Bro, das kannst du absolut vergessen, Digga. Was soll ich da machen, Digga? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht probieren, die Dinger. Bei den Gegnern, da brauchen wir die neuen Items gar nicht testen. Das ist halt auch immer das Ding. Das Ding ist halt, wisst ihr, was ich halt bei Fortnite damals gefühlt habe? Man konnte so alle neuen Gegenstände ausprobieren. Wisst ihr, was ich meine? Aber aktuell, wenn du einen Gegenstand hast, der so auf Spaß ausgelegt ist, so auf nebenbei mal testen und so, kannst du gar nicht mehr spielen. Weil die Gegner so gut sind, du kannst keine Gegenstände mehr testen. Ja, er ist auch in Fortnite. Kannst du ja ein Creative testen? Ja, Bro! Also, als ob ich irgendwelche Sachen im Creative teste, dann brauche ich ja gar kein Fortnite mehr spielen. Weißt du, was ich meine? Also, dann brauche ich ja gar nicht mehr zocken. Wenn ich jetzt nur noch Sachen im Creative testen kann, weil anders zu schnitzermäßig ist. Keine Ahnung, Bro. Dann spiele ich gar kein Fortnite mehr. Dann ist ja absolut. Also, dann ist ja wirklich das Spiel wirklich richtig verloren. Bro, seit wann gibt es denn überhaupt eine grüne Dings, Alter? Oh, das ist ein Bot auf jeden Fall. Sehe ich doch vor. In den Wind, Alter.
Naruto hat seinen ersten Kill gemacht. Ist neu, die grüne Combat? Ah, die ist auch neu, okay. Verstehe ich jetzt nicht so den Sinn dahinter, aber... Warum man eine grüne Combat reinbringt? LOL. Aber die Combat? Hä? Hä? Wo kommt der denn hier? Oh, die Combat ist stärker geworden, kann das sein? Oder ist das nur in der Einbildung gerade? Ja, okay, wie willst du Stream snipen? Ja. Boah, weg mit dir. Boah, weg. Scheiß Stream Sniper, Digga. Löscht euch. Also, Combat macht gerade einen stärkeren Eindruck als die epische. Vorm Update. Einbildung, ja, es kann auch sein, dass es Einbildung ist, weil die auch kein Schild hatten. Ja, gut, okay. Also wir haben einen neuen Gegenstand. Die Kunais als neuen Gegenstand und wir haben die neue grüne Combat. Und angeblich, einige haben auch geschrieben, dass Dings reinkommen sein soll. Der Einkaufswagen, okay. Ah, okay, man kann nachher erst abstimmen, Leute, für die Roboter. Also ich denke mal, nachher so 15, 16 Uhr wird das dann wieder aktualisiert sein. Das dauert ja mal ein bisschen. Obwohl ich das, wie gesagt, nicht feier. Ich fand es irgendwie geiler. Damals Updates rausgekommen. So Leute, jetzt werden wir so nochmal testen. Wir haben 3 Stück. Also man findet die relativ oft. Weil man da wahrscheinlich auch mehr von braucht. Wieder oben von Jumpjack. Was geht, läuft die... So, ist auch schon das neue Update oder gehst du gar nicht live? Der Naruto-Skin kostet, glaube ich, nicht so viel. Ne? Ist ein epischer. War, glaube ich, ein epischer. Ich weiß auch nicht mehr. Okay, hier haben wir es auch nochmal. Boah, ich bin aber gespannt, was da hinten auch bei der Pyramide ist. Oha! Okay. Auf jeden Fall mal gehen die Gegner. Die Gegner gerade echt lost. Also. Gerade Pro. Lost. Boah, was war das denn? Was geht? Was geht? Wie ist der Naruto-Skin? Boah, Naruto-Skin ist geil, Digga. Ich bin ehrlich, also das ist schon nice. Nice. Also das mit Naruto-Skin ist so falsch. Ich sag dir ehrlich, wenn Fortnite noch Dragon Ball-Skins reinbringt, dann wäre für mich absolut over. Dann hat Fortnite... Also dann ist krass. Oha, Leute, hier gab es auch eine krasse Map-Änderung, ne? Guck mal, hier, das ist auch alles neu. Das war auch ein Bot. Aber das sind keine Bots. Hä? Es macht absolut no Sinn.